Ansonsten, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Scheiße, ich habe mein Intro gar nicht mehr drin. Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer da draußen. So ist es. Ja. Ja, mein zweites Spiel ist das jetzt auf jeden Fall. Du hast schon ein drittes jetzt. Das ist mein drittes Spiel, richtig. So, das heißt, jetzt brauche ich mal 3 Punkte, ist ja ganz klar. Die brauche ich immer. Ja, ich finde den geilsten Fußballspiel vor Spielen in Interviews immer, wir dürfen nur die ersten 10 Minuten kein Tor kassieren. Ja. Und danach schon, oder was? Ja, danach. Ja, das ist ja klar, das verändert das ganze Spiel. So, schöne Ball. Ja, hier. Das war schon mal Arsch. Aber der auch, der Pass war auch scheiße. Ja, ich, ja, das passiert dann, hier sehr oft. Ich begrüße dann auch mal deine Zuschauer, falls die jetzt erst einschalten oder was auch immer hier. FIFA, oh, das war gar nicht schlecht gemacht. Ja, das war ein Zufallsprodukt, genauso wie das da. Ja, also. Okay, müssen wir hier ganz ruhig machen. Oh, und ich fail schon wieder von vorne bis hinten. Ey. Oh, lass doch laufen! Lass doch laufen! Wo pfeift denn jetzt die scheiß Freistoß? Am besten vor meinem eigenen 16er, ne? Das ist echt geil. Ich wäre durch gewesen. Ich wäre durch gewesen. Das ist halt willkommen beim FIFA-Schiri. Und jetzt ist alles. Komm! Offen. Oh, schade, man kann das ja mal probieren. Das kann man mit denen nicht machen. Ja. Das kennen die doch gar nicht von da hinten. Die sehen das Tor nicht, ne? Die haben nicht so einen guten Blick. Oh. Gewinnt ja auch noch das Kopfball. So, wer war jetzt von dir der 5-Sterne-Skiller? Ja, der ist dann so mehr mittig. Auf welchen? Okay. Der den jetzt bekommen hätte sollen. Sehr schön. So, also wir hatten ja auf der Gamescom 2 Spiele gemacht auf jeden Fall. Ja, wir hatten mehrere gemacht. Ja. Das war immer sehr aus. Aber da hat man FIFA ganz neu. Ja, das war ja immer ganz. Ey, sag mal, das ist doch hier ganz klar ohne Ball blockiert und das ist faul. Ja. Ich spiele währenddessen weiter, während du dich aufregst. Oh. Ah, naja, gut. Jedenfalls hatten wir beide ein Video hochgeladen, ja. Und einmal hattest du gewonnen, einmal ich. Das war relativ ausgeglichen. Und jetzt will ich doch mal gerne wieder gegen dich gewinnen. Aber nicht mit solchen Pässen. Ja, komm. Komm, da geht noch was. Geh mal ran da. An den Speck. Ich wieder mit dem Handicap hier diesen PS3-Controller benutzen zu müssen. Faul. Also das, was? Das war jetzt mein Fall. Ich wär eben gerade fast durch gewesen und dann pfeift mir der Schiedsrichter. Ja, komm, verlierst eh. Nee, ey. Schlägerei gleich hier, ne? Also nachher gibt's eine Riesenklopperei, wenn ich nicht gewinne. So, pass auf, ich mache eine ganz besondere Variante. Ja. Schieß ich direkt rein, also ja? Du direkt übers Tor drüber. Ja. 100 Meter. Oh, ich bin schon mal gesprungen. Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Oh. Naja, vom Ansatz her schon mal ganz gut. Fandest du interessant, ne? Also ich glaube, du kannst ein guter FIFA-Spieler werden. Danke. Ja. Nein, es ist alles schon jetzt... Foul! Also ich werde nie mit diesem... Ist das der 5-Sterne? Nein, den werde ich nie haben. Warum geht er nicht hin zum Ball? Fuck, wie schlecht ist dieser Pass bitte? Wie schlecht? So, jetzt geht's aber los. Du verschleppst voll das Spiel. Ja. Dann lass mich doch mal durch. Mach doch nicht so eine Scheiße hier. Nein. Du darfst halt nicht so aus der Drehung den Pass spielen. Dann wird dir einfach für solche Spieler zu anspruchsvoll. Ja, das sind ja auch keine Berufsspieler da in den Ligen. Richtig. Die United. Ja auch, die sind ja noch ganz woanders im Dschungel unterwegs. Alter! Oder dann die. Wir sind ja hier auch im englischen Fußball bei mir. Warte mal, wen hast du eigentlich nochmal? Wen hast du? Ich habe eine brasilianische Mannschaft. Wie heißen die? Campinas irgendwas oder so. Das sind die, die auch gegen Neymar spielen? Ja. In der Liga sind die? Ich denke. Komm. Nein, das war so... Komm. Geh weg! Warum schieße ich nicht einfach rein? Komm! Warum schieße ich den nicht einfach rein? Ich wollte dir nochmal die Möglichkeit geben. Wieso schieße ich ihn nicht einfach rein, ich Vollidiot? Die fasten Dinger werden hier einfach auch nicht gemacht. Ja, ich... Warum... Komm! Ich brauche den Sieg. So, jetzt geht's aber los. Sehr schön. Meine Güte. Lächerlich. Eigentlich müsste ich mich ja auch gut auskennen mit so 3-Sterne-Mannschaften in Ingolstadt damals. Aber es ist doch wieder mal was anderes hier. Komm, zieh durch. Nee, zieh nicht durch. Geh wieder nach Hause. Ach nein, nimm ihn wieder.
Ich wusste doch, dass du das machst. Komm! Meine Güte, jetzt. Alter, meiner da! Es ist dünn mit mir. Ich muss jetzt hier. Ich muss für Entlastung sorgen. Spiel auf ein Tor. Das ist doch eine Sonne. Nein! Nein, mal aus dem Weg! Das ist doch derselbe Scheiß. Das muss jetzt bestraft werden von mir. Ich werde jetzt hier mal auf Konter gehen. Jetzt mal auf schön defensiv gestellt. Ich mache jetzt die Chelsea-Taktik. Fuck. Macht der denn da? Ach komm, was ist das denn auf einmal für ein guter Verteidiger? Ich freue mich der so. Der kommt ja doch normalerweise gar nicht dran. Dass du an mir verzweifelst, an meiner Verteidigung. Der Keeper muss raus. Nein, ist der meiner da. Das habe ich schon gesehen, dass die Torhüter da rauslaufen aus dem 16er Hand gepfiffen wird. Echt? Ja, habe ich schon gesehen. Also ich habe es jetzt schon online und gegen die KI, allerdings auch Profi, erlebt, dass der Torwart den Rückpass einfach durchgelassen hat. Natürlich aber auch klasse. Im Ultimate Team kam das auf jeden Fall, es kam, es passierte und ich habe sehr laut gelacht. Ja, verständlich. Da war nur ein unwichtiges 3-0. Dann geht's ja. So, scheiße, bei mir ist hier alles offen. Polen ist offen. Komm, nimm den doch einfach an. Wie weit geht denn so ein Ball durch? Oh, ficken. Bleibt auf der Hälfte hier stehen. Nimm doch den Ball bitte einfach irgendwie an. Hier praktisch, vergiss da den Ball auf dem Weg. Praktisch ziemlich torarmes Spiel, aber du hattest ja eben noch ein anderes Spiel. Ich weiß nicht, ob man das dann schon gesehen hat. Was denn? Dein zweites Spiel. Ich denke, es wird ja so sein, dass die auch in der Reihenfolge hochkommen. Der ein oder andere macht ja auch mal. Das war, weiß ich nicht, was er sich dachte. Na, 0-0. Alle Schüsse daneben. So, ich werde jetzt mal hier. Jetzt werden wir mal hier. Du musst doch auf Sieg spielen jetzt mal langsam. Du hast doch nur einen Unentschieden geholt im ersten Spiel. Ja, ich kann ja auch mit dem Unentschieden weiterkommen. Nein, du musst mal auf Sieg spielen. Ja, dann, aber ich will dich ja nicht ganz nass machen. Guter Punkt, danke. Das finde ich sehr gut von dir. Mein Vorhaben hier war ja wirklich einfach nur nicht zu schlecht auszusehen. Ja, bis jetzt ist das auch absolut okay. Bis jetzt habe ich mich noch gut geschlagen. Oh nee, da kriegt er den entscheidenden Pass an die Hacke. Chance zum Konter, was machen Sie drauf? Komm, zieh durch. Schön verteidigt. Der wäre vielleicht aber sogar. Das ist halt auch die Unfähigkeit dieser Spieler, muss man sagen. Der wäre vielleicht sogar mal aufs Tor gekommen, weiß man nicht. So, da stehen sie doch alle wunderbar von mir. Da dürfte doch nichts passieren! Komm! Das ist doch ein Rückpass. Das denke ich ja auch so oft hier bei FIFA. Was das schon wirklich ist. Ja, gut, das wird einfach nicht erkannt. Jetzt habe ich aber auch keinen Spieler vorne. Passives Abseits kennt ihr FIFA auch nicht. Ein Versuch der Baller. Nee, wie doch! Kann er den Ball nicht direkt wegschießen, wenn er hat? Jetzt muss ich da reingrätschen. Es kann nicht mehr wahr sein. Oh Mann, ey. Das ist halt echt ärgerlich, dass ich noch kein Tor geschossen habe. Ich spiele aber auch nicht konsequent. Ja, also wenn ich jetzt ein Tor machen würde, würden viele sagen, das ist verdient gewonnen für mich, weil du deine Chancen nicht genutzt hast. So argumentieren deine Leute. Komm. Mach jetzt Bingo mal bitte. Könnt ihr halt keine Kopfbälle. Ihr könnt es nicht. Ich hatte vorhin ein richtiges Kopfballmonster im Spiel gegen Maurice. Ja, der hatte 92 Sprungkraft. 92 Sprungkraft und er hat da Ding reingelötet, sag ich mal. Also hast du ein Tor gemacht auch damit? Ja, klar. Ja, war richtig gut. Nein. Er strauchelt, er komm. Oh, Mann. Ist es so da habe ich Geduld gehabt jetzt auch nicht. Ja. Aber und dann warte ich halt 3 Jahre mit dem Ball am Fuß. Da komme ich nicht ran an den Ball. Und der macht hier Volleyball oder was? Ich denke, ich muss mal ein bisschen mehr aufs Tor schießen, weil dein Torhüter wird auch sicherlich nicht der Beste sein. Weil bis jetzt wurde er noch nicht geprüft. Nee. Das ist sauber, der Innenverteidiger. Nein, absolut, einfach nur mit Körper und dann. Das ist doch hier, da war doch geboxt. Absolut gezwickt korrekt, hat er absolut mich. Korrekt, jetzt sei mal ruhig hier. Gezwickt. Fuck. Nein, das komm. Ist besser hier. Ja, das komm, war damit der freie Yes, da ist es! Meine Güte! So eine dumme Verteidigung! Die Erlösung, der Rotter hier! Und dann mal voll durchgezogen und dann. Ja, das war schlecht, der war nicht gut platziert, aber der Torhüter hat trotzdem einfach alt ausgesehen. Einen Aussetzer da gehabt. Sehr schön, ja.
Nee, das ist nicht schön. Doch, das ist optimal. Jetzt machen wir schön jetzt hier hinten rum alles. Ah, da hat er Angst. Natürlich. Da hat er Angst. Hallo, ich habe viel zu verlieren. Ja, das ich habe einen vierstelligen Betrag auf den Tunesik von mir gewettet. Oh, das sind sie. Oh, stecken wir mal da durch in die Gasse. Oh, gerade so. So, ich habe aber auch keinen vorne, muss ich jetzt mal sagen. Ja, du musst mal auf Offensiv stellen. Ja. Aber die spielen die Pässe nicht, wie ich das will. Oh, fuck. Man hat ja im Spiel gar nicht die Möglichkeit, überhaupt mal hier Taktiken zu ändern. Ich muss ja ständig Knöpfe drücken. So. Okay. Außerdem ist das hier ganz anders. Du hast die Ruhe weg, merke ich. Als bei der Xbox, ja? Das ist viel besser, weil das Steuerkreuz von der Xbox ist einfach eine Katastrophe. Nein. Doch, der Xbox-Controller ist klasse. Aber dieses Steuerkreuz ist ein Verbrechen. Ja, ich habe ja einen anderen Xbox-Controller, das ist ja damit noch besser gemacht. Also dieses Steuerkreuz ist absolut schwammig und absoluter Scheißdreck. Also das ist jedes Mal, wenn ich einen Xbox-Controller habe, ist das erste, wo ich mich aufrege, wie schlecht dieses Steuerkreuz ist. Aber Gott sei Dank, in der Hinsicht, den benutzt du ja fast in keinem Spiel so richtig. Ja, aber wenn man hier schnell in der Hektik Taktikeinstellung vornehmen möchte... Deswegen musst du Xbox Kinect haben, da kannst du dann brüllen. Ja. Offensiv, defensiv, Konter. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Das funktioniert sogar ganz gut, habe ich mal getestet. Aber ich benutze es trotzdem nicht irgendwie. Ich weiß nicht warum, ich benutze es nicht. So, jetzt muss hier was passieren. Da vorne ist im Abseits. Oh, jetzt geht's los hier vorne. Jetzt die Pimmelpässe hier durch. Und dann müssen wir das Ding mal klären. Mal ein bisschen Ruhe reinspringen und einen Konter laufen. Ja. Toll, 82. ey. 1-0. Fuck, ja, das ist also sowas erwarte ich von dir nicht, dass du solche Dinger bringst. Ich will dich ja überraschen, das ist ja der Punkt. Ich soll nicht das machen, was du erwartest. Du hast genau das gemacht, was ich erwarte. Ach so, okay. Ah, okay. Aber das war schlecht. Ja, okay. Okay. Na, der ist doch ein bisschen. Bitte. Komm. Was ist da oben los? Nein, das ist nochmal faul jetzt mal gewesen. Muss mich verarschen. Oh nee, der geht aus. Ich hasse solche Pässe. 88. Warum Minute. Macht er den denn nicht gescheit? Ganz ruhig. Ich muss ganz ruhig machen. Jetzt spielt er hier auf Zeit. Ich muss ganz ruhig machen. Ich will da keinen Fehler machen. Spielt er auf Zeit und macht einen Fehler. Nein, Fehler. Das ist kein Fehler. Das ist einkalkuliert. Ja, toll. Das ist ganz abgezockt, was ich jetzt hier mache. Und dann stecke ich halt durch. Dann läuft er hier durch. Oh, du solltest nicht zum Tor zurückspielen. Du musst aufs Tor schießen. Komm, na, jetzt kriegt er da noch einen Angriff. Ich flippe aus. Okay. Hallo! Klären, sauber! Wie kann der denn da noch rankommen? Na gut, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr klappen. Das wird, hochgewinnen wirst du nicht mehr, ne? Du wirst aber auch nicht hochgewinnen. Das ist korrekt. Rückpass. So, jetzt mal nach vorne werfen. Ja, der pfeift jetzt ab. Der pfeift jetzt ab, habe ich gesagt. Da kommt jetzt die unsichtbare Linie. Alles klar. Nämlich. Es war ein harter Kampf. Du hast schon wieder nur ein 1-0. Ja, nee, du hast dich wieder gut verkauft, würde ich sagen. Also, na gut. Gutes Spiel. Es gibt ja leider kein Rückspiel. Ja, vielleicht im Finale. Vielleicht im Finale oder im Halbfinale. Nee, im Halbfinale nicht mehr. Dann. Nee, im Halbfinale geht's nicht. Okay, gut, ja. Dann verabschiede ich mich von meinen Zuschauern und auch von deinen. Ja, ich verabschiede mich auch von allen Zuschauern und bis zum nächsten Spiel dann vielleicht. Ja. Alles klar. Ciao. Wir sind raus, ciao.